Ich möchte natürlich unseren Gast heute auch noch vorstellen, wer ihn nicht kennt. Er wird als Robert Lewandowski des SV Heimstetten bezeichnet. Zu Recht, er hat 13 Treffer schon diese Saison erzielt in der Regionalliga Bayern. Und er kam vom FC Bayern aus der Jugend und von der Spielvereinigung Unterhaching dann zum SV Heimstetten und wurde dort sozusagen vom Frischling zum Kapitän geformt. Und deswegen freue ich mich auch ganz herzlich, den Sohn von Ex-Tennisprofi Udo Riglewski heute bei uns hier im Live-Talk begrüßen zu dürfen. Servus, Lukas. Servus. Hi, Jakob. Servus. Wie geht's dir in der Corona-Pause? Was machst du so den ganzen Tag? Wichtigste mal vorne ab. Ich bin gesund. Meinen Ängsten, meiner Familie geht's gut. Bist du dann eher so der Bücherwurm oder schaust du lieber dann Netflix jetzt in der freien Zeit? Ja, was ich dazu sagen muss, ich bin voll berufstätig. Also für mich hat sich der eigentliche Tagesablauf jetzt nicht groß verändert durch die Zeit. Wir arbeiten noch voll, aber abends finde ich mich dann schon des Öfteren als sonst unterm Jahr, wenn die Saison läuft, dann in der Küche wieder und dann gibt es auf Netflix ab und zu schon mal die ein oder andere Serie. Ist es jetzt auch blöd, weil du hast jetzt auch gar keinen Ausgleich jetzt zu der Arbeit, dass du jetzt gar nicht mehr ins Fußball gehen kannst? Das vermisst man dann schon stark, oder? Vor allem am Anfang. Ja, ich glaube, gerade weil wir auch eigentlich aus einer Vorbereitung erst gekommen sind und jetzt eigentlich viel dieses Jahr gemacht haben, war es dann schon so, dass es einen direkt am Anfang sicherlich sehr getroffen hat oder eine große Umstellung war, würde ich sagen, nicht mehr das geregelte Training zu haben und sich selbst wieder fit halten zu müssen mit Läufen. Eigentlich war die Phase rum, die Läufe waren hinter uns, die anstrengenden Einheiten waren hinter uns. Und ja, aber wir mussten uns alle dran gewöhnen. Es geht ja nicht nur mir so oder uns als Team so, sondern es waren für alle die gleichen Bedingungen und es gibt dann an einer Stelle auch Wichtigeres als Fußball, denke ich. Das ist die Gesundheit aller und deswegen ja, mussten wir es annehmen und ich versuche mich dann selber mit individuellen Läufen fit zu halten. Gehen wir jetzt mal zurück zu den Wurzeln. Dein Vater, was ja vielleicht viele nicht wissen, war ja Profi-Tennisspieler und betreibt jetzt mittlerweile eine Base ja in München. Wieso wurzelt bei dir dann der Fußball und nicht das Tennis? Ich habe es relativ lang parallel gespielt. Ich glaube, bis ich 16 war. War sogar noch mit 16 bei den Bayerischen Meisterschaften auch im Tennis. Und dann mit dem Wechsel, sage ich mal, vom Amateurjugendverein zu Bayern, habe ich mich dann entschieden, schon mehr in Richtung Fußball zu gehen, weil das Trainingspensum natürlich schlagartig mehr wurde. Und ja, im Nachhinein mein Papa mir auch sagt, dass ich nicht ansatzweise so viel Talent im Tennis habe wie im Fußball. Ich sehe es anders natürlich. Aber ja, ich denke, es war die richtige Entscheidung. Auf jeden Fall. Aber ich spiele es immer noch sehr gerne, hobbymäßig. Und aber mein Herz war schon immer auf dem grünen Rasen, nicht auf der roten Tennisasche. Und ja, deswegen habe ich mich für Fußball entschieden. Der Mo M. fragt, wie ist es denn, Sprung zum Profi nur, sagen wir mal, knapp, um eine Liga verpasst zu haben? Ich will jetzt natürlich sagen, du bist 26, du könntest natürlich noch dritte Liga spielen, aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass es bei Regionalliga Bayern bleibt. Wurmt es dich irgendwo oder sagst du, hey, der Unterschied, der Klassenunterschied auch einfach zu groß? Ja, also mittlerweile, muss ich ganz ehrlich so sagen, habe ich damit komplett abgeschlossen mit dem Profi. Bereich vielleicht, ob noch was möglich wäre oder da ist jemand interessiert. Damals war es ein bisschen anders. Ich denke, jeder, der mal in der Jugend bei Bayern spielt, ein Jahr oder dann auch längere Zeit bei Unterhaching in einem NLZ, der träumt natürlich schon davon, irgendwann mal Fußballprofi zu sein als langfristiges Ziel, weil dann man betreibt so viel Aufwand, fährt jeden Tag zum Training oder damals ohne Führerschein lässt sich hinfahren, fährt mit der S-Bahn, lässt sich abholen. Also da hängt so viel dran. Und dann arbeitet man natürlich schon darauf hin, dass man irgendwann mal vielleicht Profi wird. Jetzt ist im Nachhinein so knapp verpasst zu haben, mei. Ich denke, es gehören auch immer ein paar mehr Faktoren dazu. Vielleicht war ich auch selber damals in der Jugend noch nicht der Spieler, der ich heute bin. War vielleicht auch ein Stück zu brav, aber es gehört auch immer, ich glaube, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort dazu. Und mei, bei mir hat es nicht sollen sein. Ich traue überhaupt nicht irgendwas nach, dass ich was verpasst habe oder nicht. So wie es gekommen ist, ist es gekommen und mir gefällt es. Würdest du dir auch vorstellen oder könntest du dir vorstellen, für immer nach Heimstetten zu bleiben oder würdest du dann, falls es nochmal ein Angebot aus der dritten Liga gibt, schwach werden?
Ja, ich habe es neulich erst gesagt, dass so schnell heute wieder Fußball ist, jetzt die kurzfristige lange Pause. Im Fußball sollte man nie was ausschließen, aber ich bin schon realistisch genug, dass ich jetzt weiß, okay, ich werde dieses Jahr 27, bin voll berufstätig und was macht für mich da Sinn? Ich wohne hier in Heimstetten im Ort, ich habe es nah zum Verein, ich komme mit den Offiziellen, mit der Mannschaft top aus. Und wenn man über so lange Jahre bei einem Verein ist, dann liegt einem schon was am Verein, da bin ich auch ehrlich. Und ich habe schon öfter betont, wenn das bleibt, dass es drumherum passt, dann kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass ich längerfristig oder vielleicht auch, bis ich aufhöre zu kicken, bei Heimstetten bleibe. Hast du eigentlich irgendein Vorbild oder so beim Fußball jetzt speziell? Du wurdest als Robert Lewandowski, der das HSV Heimstetten betitelt. Aber gibt es für dich irgendwie so ein Vorbild, der kann jetzt auch schon aufgehört haben, aus dem Fußball, wo du sagst, an den habe ich mich echt so ein bisschen auch gehalten, vom Technischen, vielleicht aber auch vom Personellen, vom Persönlichen? Ja, also ich glaube, ein spezielles Vorbild hatte ich jetzt im Fußball nie, lustigerweise vielleicht ein bisschen im Tennis. Aber ich bin ja schon auch seit klein auf Bayern-Fan und immer schon Lieblingsspieler gewesen war Bastian Schweinsteiger, weil ich auch damals schon ins Olympiastadion gegangen bin und da hat er auch seine ersten Spiele für Bayern gemacht und auch danach in die Allianz Arena, als ich immer gegangen bin, war ja einfach immer Schweini da und es hat schon wehgetan, als er vor ein paar Jahren dann aufgehört hat. Aber eigentlich war Schweini immer mein, ja, wenn man es Vorbild bezeichnen kann, mein Vorbild. So, ich fand es immer cool, was er gemacht hat, wie wichtig er auch für den Verein war und dass er immer alles gegeben hat. Was wünschst du denn allgemein dem Amateurfußball? Soll es alles so beibehalten werden wie bisher oder würdest du sagen, es herrscht noch viel Verbesserungsbedarf? Ja, dem Amateurfußball an sich wünsche ich erstmal, dass es wieder weitergeht, weil ich denke auch, dass gerade hier draußen in den kleinen Gemeinden am Wochenende ein Spiel, es muss nicht immer positiv laufen, aber es einfach die Emotionen und ja, für den ganzen Ort oder für die ganzen Fans, sage ich mal, die jetzt da ins Stadion kommen, zu ihren Amateurvereinen, da fehlt schon was und dass es da schnell wieder weitergeht. Und ja, wenn ich am Amateurfußball gerade hier in Heimstetten vielleicht was verändern könnte, wäre es, dass wir den ein oder anderen Zuschauer in dem ein oder anderen Heimspiel mehr schon sehr willkommen heißen würden. Kommen deswegen auch Geisterspiele für dich nicht in Frage, weil du auch sagst, dass die Zuschauer einen großen Anteil haben, wenn man auch daheim spielt, einen anzufeuern? Ja, auf der einen Seite natürlich wegen den Zuschauern, auf der anderen Seite, ich finde, ich halte von Geisterspielen eigentlich nichts, weil das hat immer dann so einen Freundschaftsspielcharakter und deswegen finde ich jetzt auch nicht, dass es erzwungen weitergehen muss, nur weil die Saison schnell zu Ende gespielt werden muss, sondern dann wird halt die nächste ein bisschen nach hinten verschoben, aber ich hoffe, wenn es weitergeht, dann auch mit Zuschauern, weil gerade im Amateurfußball, das gehört einfach dazu, wenn du irgendwo auswärts hinfährst und wirst beim Einwurf oder sonst wo blöd angemacht, wenn du in die Halbzeit gehst oder auch daheim wirst gefeiert und kriegst einen Spruch, weil das alles so nah dran ist und ja, also wie gesagt, Geisterspiele würden für mich überhaupt nicht in Frage kommen. Dann hoffen wir mal, dass es bald weitergeht und dass deine Familie, so wie du, auch gesund bleibst. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und hoffentlich sehen wir uns dann bald mal auf dem Platz. Ja, wäre cool. Danke dir, Jakob. Servus, ciao. Schöne Ostern. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.